Okay, da komme ich nicht hoch. Ein Assassine! Nee, wo das denn? Ihr seid erledigt, gebt auf! Oh, jetzt denkst du also, du könntest dich verstecken wie eine Ratte. Weg, weg. Du bist ein Joker, Mann! Was war das denn eben für eine Scheiße? Wisst ihr was, Leute? Ich bin so gefrustet! Weil es einfach nur Scheiße war. Ja, ich habe mich so richtig blöd verhalten. Ich weiß auch nicht, was los war heute. Ich habe keine Ahnung. Sonst läuft es immer ganz gut. Manchmal. Okay, heute lief es nicht so besonders. Aber wir können das nochmal richtig durchziehen. Was? Bleib hier? Nein. Ach, da drüben. Alter Schwede. Meine Fresse, das war ein Haufen Scheiße. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Der? Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Na, ich weiß nicht, ob der uns helfen kann. Ich meine, so wie er sich immer gibt. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. Ja, super. Lief ja nicht besonders gut die letzten Stunden. Anfangs vielleicht, aber danach irgendwie total beschissen. Was war denn los eben gerade? Das war doch nicht ich. Sonst habe ich doch nie so ein Problem. Was ist nun los? Was ist nun kaputt? Soll ich jetzt aus dem Animus raus? Nicht viel Zeit, wenig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es schlägt. Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Wer ist da? Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für Sie. Arschloch. Ehrlich mal, von den ganzen beschissenen Scheiß kriegt man echt Kopfschmerzen. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht? Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Was? Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen... Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Stoner? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut.
Jo. Was ist das denn? Hat sie den Stift da gelassen? Hey. Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. Ja, was denn noch? Gibt es ein Problem, Mr.? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Toll, was soll ich so lange machen? Na gut. Ich hoffe, sie lässt wenigstens das Passwort. Meine Fresse. Jetzt heißt es wieder mal eingesperrt. Sie ist weg. Also kann ich in Ruhe... Verdammt, sie hat den Stift mitgenommen. Aber okay, ich muss herausfinden, was sie suchen. Dann wollen wir mal. Hoffentlich hat sie da irgendwas angelassen. Passwort. Zugriff verweigert. Verdammt! Ach, nichts da. Nichts da. Und sonstiges? Was sonst noch? Willkommen, Lucy. Dann wollen wir mal sehen. Das sind ein paar Sachen. Das ist eine gelöschte Nachricht. Okay, Probleme da unten. Du fragst dich, warum dich alle auslachen. Rate einmal. Wahrscheinlich bin besorgt, dass den... Oh Gott, die Schreibweise kommt mir bekannt vor. Größer und besser als du. Du kannst... Wie kannst du hoffen, da mitzuhalten? Sei dir sicher, es gibt Mittel und Wege. Ja, klick einfach auf den Link. Könnt ihr Hilfe schicken? Gut, das soll erst einmal so bleiben. Nein. Weiß er von uns? Sie benutzen ihn, um einen weiteren Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Was ist mit Desmond? Unsere Gedanken. Was bedeutet das alles? Sender in niedrige... für Artefakte. Okay, mit wem redet sie denn da? Was ist das Ziel des Staates? Brauche Info zu und die Ea-Vorfall. Okay, Ausgang. Leila, mal. Okay. Baron Bredig. Fallakte. Das ist zu alt. Zu wissen, was da alles drin steht. Aber was bringt mir das im Großen und Ganzen? So gesehen gar nichts. Könnte ich sonst hier noch was machen? So, mal gucken. Komme ich hier rein? Nope. Nein, nicht ein Stück. Verdammte Axt.
Sind da irgendwelche Leute? Klar. Also hier auf Toilette zu gehen, ist doch Beschiss. Ich kann mich nicht mal duschen. Naja, auf jeden Fall wissen wir einiges mehr. Oder auch nicht. Also in Wirklichkeit weiß ich so gut wie gar nichts, ob ich nochmal in den Animus gehe oder nicht. Wieso immer diese Zeichen? Der nächste Morgen. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretation. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Schon klar. Ich hasse dich. Moin, Lucy. Naja, okay. Auch nett, dich zu sehen. Na, schmeißt der Animus mich wieder raus? Oder darf ich noch drinnen bleiben? Oder was weiß ich denn? Fortsetzen. Credits. Ach, setzen wir die ganze Geschichte fort. Ah! Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstände, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Ja, und ich hab's ganz beschissen gemacht in der letzten Zeit. Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, alter Ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft.
Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Jerusalem? Ich weiß nicht. Irgendwas läuft mir hier total. Okay. Wir haben jetzt unsere gesamte Ausrüstung wieder. Bessere Klinge. Jupp. Unsere gesamte Ausrüstung ist nun wieder vollzählig. Und wir haben ein goldenes? Tatsache, ein goldenes Schwert? Oder ist es nur die Scheide? Naja. Dann wollen wir mal auf ins Gefecht. Ich weiß auch nicht, irgendwas behagt mir hier gar nicht so richtig. Ich bin zwar jetzt besser ausgerüstet, ich kann wahrscheinlich jetzt mehr Dolche oder mehr Messer tragen. So, dann ab Richtung Jerusalem und zwar Richtung, über Büro, gleich im Vordereingang. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstände, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Was ist, wenn ich dieses LP nun zu Ende bekomme? Wird schon irgendwie witzig. Aber okay. Nun, da sind wir. Zwar wollte ich jetzt was zu essen machen, aber ich glaube, das können wir jetzt auch machen. Na gut, mache ich mir meine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Und so, also bis dann. Ich mache mir was zu essen.